Fotzi-Bärchens und Pin erstmal. Ja, es ist schon ein bisschen Wasser den Rhein runtergeflossen und auch so ein bisschen Bier die Kehlen. Hier haben wir dieses Eschweger Klosterbräu. Heute sitze ich hier mit dem fantastischen Michael Göre, Poetry Slammer und Lebemann. Kann man so sagen, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Und herzlich willkommen zu einem Gespräch mit so. Meine Einstiegsfrage ist einfach total langweilig und total öde, aber ja. Wie bist du eigentlich dazu gekommen und hast dir gesagt, so, alles klar, voll geil, ich schreibe meine Prosa und trage das dann vor irgendeiner Gruppe Leute vor? Was war so der Auslöser, dass du gesagt hast, jo, das mache ich jetzt? Und wann war das? Ich glaube, das ist im Prinzip das Gleiche wie mit Musik und so. Wenn man es mit Leidenschaft macht, macht man es wahrscheinlich schon immer schon. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mir keine Geschichten ausgedacht habe. Und dass ich da, glaube ich, wirklich Blut geleckt habe, daran ist meine Grundschullehrerin schuld. Ach, Fräulein Kipp, falls sie noch irgendwo lebt. Ich weiß, ich war damals mega scharf auf die Frau. Ja, ich trinke auf dich. Als Grundschüler warst ja. Du... Ja! Was? Entschuldigung. Und sie hat in der zweiten Klasse mal ihre Spitze gekriegt. Dass in der zweiten Klasse? Da warst du maximal 8 oder können wir jetzt so. Von diesem Spitz gekriegt? Okay. Ja, gut, okay. Erzähl. Ich hör zu. Es ist schon ein bisschen später, wir haben schon Videos aufgenommen. Werde das so hart bereuen, was ich sage, aber egal. Es muss raus! Nein! Also, Fräulein Kipp war eine tofte Frau und ja, ich fand sie damals sehr, sehr hübsch auch. Das ist gar nicht Thema. Bitte rausschneiden. Die hat irgendwie mal so spitz gekriegt, dass ich angefangen habe, so ein Heft zu führen, wo ich Abenteuergeschichten reingeschrieben habe. Und Entschuldigung, wenn ich einhake, aber unabhängig von dem, was man machen sollte. Einfach nur, weil du Bock hast. Ja, also okay. Ich habe, bevor ich schreiben konnte, schon angefangen, Blätter in Folge vollzumalen mit Weltraumschlachten. Ach, das haben wir auch so aus Dreiecken und so weiter. Und ja, so. Das haben wir und auch mal. Die musste man halt umblättern und dann ergab sich eine Schlachtfolge. So, ne? Militarismus, yeah! Ja, das Space Invaders, ja. Ja, also, ne, ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, weil so Star Wars oder sowas gab es bei uns nicht im Haushalt. Also jetzt nicht böse gemeint, ich war jetzt nicht bei Amish oder so. Amish heißt es, glaube ich, oder so. Aber das gab es halt eigentlich im Großen und Ganzen nicht. Man hat es höchstens am Rande mitbekommen. Aber bevor ich schreiben konnte, habe ich schon angefangen, fortlaufende Szenarien zu zeichnen. Und sobald ich schreiben konnte, habe ich halt angefangen, mir Geschichten auszudenken. Und ich weiß halt, die allererste Geschichte, und die ist halt tatsächlich immer erhalten geblieben, das ist das Lustige, deswegen kann ich es halt noch extrem so nachvollziehen, basierte auf einer Szene aus entweder dem ersten Nobody-Film mit Terence Hill oder dem zweiten. Ich weiß es nicht mehr, weil ich die schon ewig nicht mehr geguckt habe und ich muss die unbedingt mal wieder gucken, wo er hinter einem Gleis liegt und dann kommt die Reiterhorde auf ihn zu. Erste. Und dann tolle Musik und er hat ein Gewehr und er weiß halt, haha, in den Satteltaschen der Bösen sind Dynamitstangen und diese Bande hat glänzende Knöpfe an ihren Satteltaschen und das blinkt natürlich dann im Gegenlicht der Sonne und er schießt darauf und sie fliegen alle in die Luft und ja, Pferde werden am Set gequält. Damals sah es cool aus, heutzutage denkt man so, uiuiui. Ja, was und, gemacht wurde. Das hat mich so beeindruckt, dass ich das unbedingt weitererzählen wollte. Und deswegen ist die allererste Geschichte, die ich jemals geschrieben habe, eine Western-Geschichte. Und sie hat das damals mitgekriegt, dass ich das mache. Und es waren wirklich so mit sehr großen Buchstaben eine DIN A5-Seite vollgeschrieben, also ne, was man innerhalb von 20 Sekunden vorlesen kann. Und sie hat es aber angefangen, vor der Klasse vorzulesen. Nicht, um mich vorzuführen, sondern weil sie es cool fand. Ah, okay. Also nicht, um dich vorzuführen. Nein. Also sie fand das super und so. Okay. Und dann hat mich dann gefragt, so, ja, soll ich das nicht vorlesen und so. Und ich so, ja, eine Geschichte will erzählt werden. So klug habe ich es nicht formuliert, sondern... Mach einfach halt. Und also es war dann keine Anweisung oder so, sondern die Restklasse hat dann applaudiert. Also in der Grundschule ist man ja noch sozialer.
Also damals, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, und in Gütersloh, in einem Vorort, in Spetzer, da war man noch lieb und nett und so weiter. Und die Klasse hat halt applaudiert und ich fand das Geräusch geil und habe dann halt jedes Mal immer neue Geschichten geschrieben. Und wenn ich eine neue Geschichte fertig hatte, dann bin ich halt zu ihr hingetapert, habe gesagt, ja, eine neue Geschichte fertig. Können Sie die vorlesen? Und sie hat die vorgelesen und das war ganz cool. Und die einzige Reaktion, die sie dann irgendwann mal gezeigt hat, die negativ war, war, dass sie mich dann irgendwann mal gefragt hat, ob ich mal nicht eine Geschichte schreiben könnte, wo am Ende nicht alle sterben. Und das war dann tatsächlich meine erste längere Geschichte, weil ich mich dann gefragt habe, wie macht man das, wenn nicht die Leute nicht sterben? Dann muss man andere Sachen erzählen, weil es ging nur darum, dass die Leute sich gegenseitig erschießen, ob mit Lasern oder Patronen oder sonst was. Und so fing das tatsächlich an. Ist dann in der Teenagerzeit natürlich einerseits eingeschlafen, weil dann wollte ich Rockstar werden und habe es dann mit Musik versucht. Und andererseits dann in Lyrik umgeschlagen, die dann halt sehr peinlich war, weil man dann natürlich irgendwie versucht, seine Angebetete rumzukriegen. Ja, und das sind halt so Sachen, da kann jeder, glaube ich, mit relaten, der jemals gelebt hat oder einen Puls hatte oder sonst was. Man hat immer irgendwie versucht, Bedeutnis zu schreiben. Das war ganz schrecklicher Scheiß. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, so, ja, das mit der Musik ist nicht so meine Sache. Also nicht von der Leidenschaft her, von der Liebe her, sondern vom Können. Du hast tatsächlich auch in einer Band gespielt. Ich habe in diversen Bands gespielt. Wie hieß die erste Band, die du hattest? Wie hieß die? Ich will nur den Namen. Oh, da fragst du mich was. Da weiß ich nicht mehr. Man weiß, was seine erste Band ist, sondern genau wie seine erste Freundin. Das waren immer so Monatsprojekte, die sich ganz schnell wieder erledigt haben, weil keiner was konnte und so, wo es auch nie eine Aufnahme oder einen Auftritt gab. Wo ich halt immer noch sehr stolz drauf bin, ich war Bassist. Also eigentlich habe ich Gitarre gelernt am Anfang. Wenn es mit Gitarre nicht reicht. Ja, nee, ist bei mir genau das gleiche gewesen. Sad but true. Ja, ist einfach so. Und wer mich jemals hat singen hören, weiß, dass auch so meine Gesangsanlagen nicht so die besten waren. Und irgendwann hatte ich halt also meine allererste Freundin hatte dann halt Kontakt zu einer Band, die brauchten halt unbedingt einen Bassisten. Und wie das so ist als Student, da hatte ich noch Geld. Im Gegensatz zum realen Leben. Als Student hat man Geld? Und dann hieß es halt so, ja, wir brauchen halt dringend einen Bassisten. Dann findet sich keiner. Und ich so, ja, okay. Und ich musste halt komplett neu einkaufen. Ich hatte noch nie vorher Bass gespielt. Das heißt, einfach mal wirklich zu... Wir sind nicht bei Funk, wir dürfen einen Namen nennen, ne? Ja, ja, ich glaub, klar. Ich glaube, es war musikproduktiv gefahren. Und komplett einmal Equipment gekauft. Auch einen richtig fetten Verstärker und so. Richtig guten Bass, Verzerrer, was damals sehr selten war für einen Bass, ja, das war mega geil. Und die Band hieß Monument und das war Mitte bis Ende der 90er. Der 70er, ne? Monument? Ich wollte 70er sagen. Monument, das könnte... Hätte man gesagt, so Monument ist ein 70er-Jahre-Band, hätte ich gesagt, jo. Glaube ich dir. Das Geile war, ich kann das ja sagen, weil ich keine Songs geschrieben habe. Der Sound war halt damals schon so dieses At the Gates and Flames Ding. Damals. Wow. Wir waren richtig up to date eigentlich. Wow. Und die haben richtig gute Songs gezaubert. Und das war richtig geiler Scheiß. Es gibt auf YouTube tatsächlich von 1997 noch einen Auftritt von mir mit Monument im Falkendom. Ihr könnt gerne mal rumsuchen. Nein, den blenden wir jetzt ein. Bis gleich. Und jetzt sind wir schon wieder da und erzähl weiter. I'm not ashamed. Jedenfalls, das Ding ist, das war eine richtig coole Band und das war so der einzige ernsthafte Versuch von mir, aber da habe ich schon gemerkt und ihr habt es vielleicht gerade gehört, ich bin selbst als Bassist nicht so besonders fähig, weil als klassischer Ostwestfale bin ich schon froh, wenn ich auf 1 und 3 klatschen kann. Und das ein paar Takte durch. Ich habe überhaupt kein Taktgefühl. Echt nicht? Ganz schlimm. Hätte ich gedacht, weil so als Poetry ist ja nochmal gerade, wenn man so Worte hintereinander. Deswegen mache ich ja Prosa.
Ach so. Und deswegen, ja, um diesen langen Faden zu Ende zu spinnen, das Gespräch geht schon viel zu lange. Ach scheiße, nein. Um 2000 rum habe ich mich dann entschieden. Ich wurde auch so ein bisschen entschieden, weil ich habe wirklich sehr viel gehabt an Equipment. Also ich habe auch Keyboard gehabt und so weiter. Ich habe auch Klavier gespielt und so weiter. Aber alles scheiße halt, ne? Das alles nur rudimentär. Ja, aber scheiße ist ja... Aber ich wollte halt alles können und so. Und dann habe ich halt einfach für mich einsehen müssen, so, nee, kannst du nicht. Was du kannst, ist schreiben. Und zu der Zeit ging das dann so los, dass man merkte, so, da ist auch ein neues Level drin, dass man damit auch auf die Bühne kann. Stuttgart Barre war Initialzündung für mich damals, weil ich wegen meiner Tätigkeit bei einem Campusradio da war und gemerkt habe, so, alter Scheiße, das rockt. Hast du den mal kennengelernt? Das rockt, nee, persönlich nicht, nee. Ah, schade. Ich glaube, ich käme mit ihm auch nicht so gut klar. Meinst du nicht? Nee, also ich mag viel von ihm, was er macht. Aber ganz viel von seiner Person mag ich, glaube ich, auch. Ich weiß es nicht. Also ich habe ihn, wie gesagt, nie persönlich kennengelernt. Und man soll nie über Leute sprechen, nee, das die man nicht komplett kennt oder sowas. Aber das wäre... Ich hab keine Ahnung. Aber er hat mich jedenfalls sehr davon überzeugt, damals bei einer Show, dass man mit Worten auch rocken kann. Und dann ging das so langsam los, dass es so Lesebühnen gab in Bielefeld und Poetry Slam und so weiter. Und seitdem bin ich damit auf der Bühne. Aber... Jetzt mal die nächste Frage, Stuttgart Barre oder Thorsten Sträter? Ja. Ich kenne meine persönliche Antwort, kenne ich, aber... Aus meiner ganz persönlichen Geschichte heraus, natürlich Thorsten Sträter, da gibt es überhaupt kein Vertun, weil ich ihn halt auch schon kenne von Anfang an. Unfassbar. Oder was heißt von Anfang an? Der Mann ist älter als ich. Ja, aber bevor er halt so durchgestartet ist, sagen wir es mal so. Ich kenne ihn halt von seinen ersten Gehversuchen im Poetry Slam. Und ich sage jetzt was mir ganz viele Leute wahrscheinlich nicht glauben werden. Er hat mir mal gesagt, dass er sich sehr an mir orientiert hat. No way! Es gibt eine Geschichte. Also erzähl die Geschichte. Bitte erzähl diese Geschichte. Nein, es ist unspektakulär, aber man, ist also egal. Die meisten Leute werden Sträter halt dadurch kennen, dass er halt natürlich jetzt im Fernsehen ist und so weiter und einfach ein unfassbar genialer Erzähler mit einer Porno-Stimme ist, auf die ich neidisch bin, wie sonst nur was. Absolut. Und krieg ich auch immer einen Haken. Und einfach auch so sein Ruhrpott-Slang und so weiter. Es gibt Gründe, warum ich hier hingezogen bin. Also der originale Ruhrpott-Schlag in der Sprache ist einfach toll und diese Schlagfertigkeit auch. Und das Ding ist halt, was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass er sich ja erst so als Horror-Comedy-Autor versucht hat, was sehr leidlich funktioniert hat. Auch wirklich schon unter seinem normalen Namen. Und die Bücher kriegt man, glaube ich, auch immer noch auf Sammlerportalen, aber nicht mehr offiziell, absolut nicht mehr. Und irgendwann hat er halt so Poetry Slam für sich entdeckt und irgendwann hat er mir mal gesagt, dass wir zusammen in Wuppertal auf der Bühne gestanden haben und er genau wusste, so, ja, das ist das Ding, was ich machen will. Er hat es halt einfach nur 10-mal besser gemacht. Und es gab eine Lesung damals in Wörs, im Stellwerk, von mir und Thorsten, wo ich schon merkte, so, ja, bei dem ist viel, viel mehr drin als bei mir. Ich sage nicht, dass ich scheiße bin oder sowas. Ich weiß einfach nur, wo meine Grenzen sind und so weiter. Und er ist halt unfassbar gut im freien Labern und so. Und unheimlich entertained und so. Und wir hatten eine gemeinsame Lesung. Und ich habe mich vorher gefragt, wie mache ich das eigentlich dann, meine Texte zu lesen, wenn er vorher einen Text gelesen hat und ich habe mich damals so kaputt gelacht, weil ich hatte dann einfach keine Luft mehr, wenn er was gemacht hat. So, ich wusste ja, aber es hat super geklappt, wir haben viel geschnackt, es gibt auch noch ein paar schöne Fotos, aber leider keine Aufzeichnung davon. Schade. Wir haben uns halt vorgenommen, 90 Minuten zu machen. So, ne? Wir waren beide so an einem Punkt, wo es losging für uns. Es war so ein Abend, wie man, glaube ich, nie wieder erlebt. Und dann waren wir fertig und hatten einfach das Gefühl, so, ja, die 90 Minuten waren cool, gucken auf die Uhr und es waren einfach 3 Stunden gewesen, die wir am Stück gemacht hatten, was wir beide nicht gemerkt haben.
Ihr habt drei Stunden auf der Bühne durchgezogen. Es ist keiner gegangen. Es ist, ne, wir haben zwischendurch halt gelabert und so weiter. Ja. Ne, wir haben Texte gelesen. Und von den Texten her wären es eigentlich 90 Minuten gewesen. Aber wir haben einfach 3 Stunden gemacht. Und wir waren beide super happy. Und es war ein ganz, ganz besonderer Abend. Natürlich im Nachhinein für mich ganz besonders. Weil, ne, mit einem der ja jetzt bekanntesten Comedians so einen Abend gestaltet zu haben, ist natürlich der Hammer. Und was auch nicht viele Leute wissen, ist, er ist einmal noch zu seinem Horror-Genre zurückgegangen. Nämlich als ein anderer Comedian, der liebe David Grashoff, schöne Grüße, eine Anthologie gemacht hat. Ich verwechsel es immer. Ich glaube, sie heißt Hunger. Sie könnte aber auch Fleisch heißen, wo es um Zombie-Geschichten ging, weil der so aus, auch aus der Fantasy-Horror kommt. Und dafür hat Thorsten nochmal eine Geschichte geschrieben, eine sehr lange Geschichte, die ging irgendwie 30 Seiten oder sowas, was für so eine Anthologie halt krass ist. Und da hat er mich als handelnde Person eingebaut. Ah. Nein, doch. Oh. Mit meinem Namen. Ach. Und das war wirklich schräg, weil da hatte ich noch eine Badewanne und ich habe diese Anthologie, also ich wusste es nicht, dass er das gemacht hat. Ich war in Wuppertal zum Poetry Slam und dann meinte David Grashoff dann so zu mir, sag mal, du weißt schon, dass Sträter dich in der Geschichte eingebaut hat, ne? Nein. Und dann hat er mir das Buch halt geschenkt und meinte, so, ja, lies mal, ne? Und ich dachte so, dass er mich einmal eingebaut hat oder sowas, das macht man halt ab und zu, dass man Leute, die man cool findet, dann so namentlich erwähnt und so weiter. Und dann hat er halt originale Begegnung zwischen uns beiden in diese Geschichte eingebaut, die über mehrere Seiten ging. Und ich hatte damals noch eine Badewanne, lag in dieser Badewanne und wäre fast abgerutscht und ertrunken, weil ich so überrascht war, auf einmal da drin wirklich so vorzukommen. Weil ich halt nur damit gerechnet habe, dass ich so am Rande irgendwie als Name erwähnt werde oder sowas. Ne? Und er hat dann wirklich dann mich beschrieben und dann alles so. Und unsere erste Interaktion, wie wir uns beim Poetry Slam kennengelernt haben, im realen Leben in diese Horrorgeschichte eingebaut. Geil. Das ist schon geil. Also ganz ehrlich, wer irgendwie mal drüber nachdenkt, ob Sträter irgendwie nur so tut, als ob oder sowas, nein, und das eine Bühnenpersönlichkeit ist, der Mann ist so. Das ist ein fantastischer Typ und es gibt manchmal Leute, wo ich sage, so, warum sind die so bekannt oder sowas? Bei Sträter gibt es überhaupt keine Frage. Der ist einfach authentisch. So, ja. Ich habe die, hab die große Ehre gehabt, den auf Wacken kennenzulernen. Ja, ich war zu blöd, in Backstage zu gehen. Ich war da, ja. So, ne, wir haben uns einmal kurz zugewunken über die Masse, weil er dann bestürmt worden ist. Und dann habe ich aber nicht drüber nachgedacht, ob ich nicht mal einfach in den VIP Da war gehe, ich dann, mit meiner Kamera. Weil ich war ja eigentlich auch VIP, weil Ernie und ich haben einen Schnack oder Däger gemacht. Habe ich gecrashed. Auf der gleichen Bühne. Du hast gar nichts gecrashed, du hast es bereichert. Oh, vielen Dank. Oh. Das ist ein großes Kompliment. Mit crashen. Jetzt kommt der Scheiß. Pass auf. Sondern solche Sachen wie, hör doch da einfach mal rein, oder das sind einfach Sachen, die dir so ein bisschen so eine gewisse Wegrichtung zeigen. Das andere ist so diese ganze Szene-Geschichte. Ne? Ihr habt doch keine Ahnung von der Sache! Ist das der Gorminister? Ihr habt doch keine Ahnung von der Sache! Sprengt er mir jetzt gerade meinen Auftritt? Ja, das war dieses, ihr habt doch keine Ahnung von der Sache. Also da kam Insider mein Leben in die Bude. Insider gewesen, also naja. Ja, wie gesagt, ich habe den auf Wacken kennengelernt. Großartiger Mensch. Das musst du auch mal spielen, das hast du ja auch als Videomaterial, oder? Ja, klar. Ja. Einspielen, jetzt. Ja. Ihr wisst das ganz genau. Das ist keine gestellte Scheiße irgendwie. Man läuft ja halt rum und dann trifft man Leute. So, und jetzt bitte einen großen Applaus für das lyrische Gerümpel hier. Das ist zauberhaft anmoderiert. Vielen Dank, mein Lieber. Ja. Guten Tag, mein Name ist Thorsten Sträter. Ich bin auf Wacken. Sagt man das auf Wacken? Ja, auf Wacken. Ja. Es klingt, als wäre es eine Insel, aber es ist auf Wacken, weil es ein Festival ist. Das klingt immer ein bisschen blöd, weil man sagt ja auch, man ist auf Schalke. Und auf Schalke wollen wir ja nicht sein. Nein, für uns beiden zumindest keiner. Als Dortmunder will man da nicht sein. Nein. Und dann sind wir jetzt schon wieder da. Technik? Ja, wir haben ja eben, du hast ja gesagt, er hat dich in ein Buch eingebaut, etc. pp. Du hast ja selber auch Bücher geschrieben. Jetzt schlag mich bitte nicht, wie viele sind das? Ich weiß es nicht. Wie viele Bücher hast du geschrieben bisher? Es ist schwierig, wann du das Video hochlegst. Ja, kommt jetzt. Also bisher sind 10 veröffentlicht worden und ich sitze halt
jetzt etwas schon zu lange am neuen Buch, was eigentlich schon längst rausgekommen sein sollte. Überleg mal, 10. Wir haben 4 Ficker-Alben gemacht. Also aber ihr müsst euch ja auch immer einigen und vor allen Dingen, ihr betrinkt euch dann ja auch immer und dann dauert es länger. Ich muss jetzt auch mal mit dem Künstlerklischee aufräumen. Ich schreibe nicht nachts. Das ist wirklich ein sehr diszipliniertes Schreiben. Wenn ich einen Roman schreibe, dann ist halt wirklich Kaffee machen, Frühstück machen. Und während des Frühstücks fange ich schon an dem Ding zu arbeiten und dann wird halt geschrieben straight. Schreibst du am Rechner oder machst du noch so? Nee, am Rechner alles. Aber nicht so skriptisch oder irgendwas? Nee, ich habe eine furchtbare Handschrift. Ist ja egal. Und man muss dazu natürlich auch sagen, also wer meinen Scheiß überhaupt nicht kennt, es sind bisher 3 Romane. Der Rest sind halt auch Textsammlungen und sowas. Das läppert sich dann ja auch einfach. Also wenn du dann bei den Fickern bist mit allen Singles, Splits und hast du nicht gesehen und so weiter, dann ist da ja auch schon deutlich mehr Material. Ja, dann ist das mehr als 10, ja, aber ich rede ja nur von allen. Grindcore-Bands. So. Interessant, weil das wäre dann mein nächstes Interesse irgendwie. Als Band gehst du hin und nimmst ein Album auf und dann suchst du ein Label und denkst du so, ja, wer hat da vielleicht Bock drauf, das rauszubringen und dann geht das halt los. Bei einem Buch kann ich mir das komplett anders vorstellen. Da gehst du halt auf die Suche nach einem Verlag. So, aber schickst du das dann halt weg, weiß ich nicht, 10 Verlage und einer sagt dann so, yo, das Girl, das machen wir. Oder wie läuft das? Ich hab keine Ahnung davon, wie das bei so einem Schriftsteller läuft. Also es kommt auch auf Genre an. Also ich weiß, dass zum Beispiel vor allen Dingen bei Fantasy-Autoren und Autorinnen eher so ist, dass da zum Beispiel nur so 15 bis 20 Seiten erstmal geschrieben werden. Dann eine Zusammenfassung, was man sich vorstellt. Dann gibt man das einen Agenten. Und dann geht er halt zu den Verlagen hin. Das ist ja mega umständlich. Und dann erst, wenn die sagen, ja, wir machen das, dann wird's geschrieben. Das ist ja mega umständlich. Ja, es funktioniert halt anders. Also bei mir ist es halt, ich bin bei einem kleinen Verlag und so. Und normalerweise ist es einfach so, dass ich sage, ja, dann und dann hätte ich wieder ein neues Buch. Und meistens kann ich die Termine nicht einhalten. Entschuldigung, Volker, es tut mir so leid. Hey, Volker, es ist nicht lustig und es ist auch nicht cool. Ich muss eigentlich disziplinierter werden. Also eigentlich wäre meine Arbeitsweise, wenn sie vernünftig wäre, ich schreibe ein Buch fertig und dann sage ich hier, ich habe was. Und dann kommt es halt aber auch wirklich mit locker 1 bis 1,5 Jahren Verzögerung dann erst raus, weil das halt ein sehr behäbiger Apparat ist, so Verlagswesen. Fast wie eine Platte rausbringen, ja. Wartezeit, 11 Monate aktuell für eine Platte, ne? Bis ja gut, da geht es vor allen Dingen ums Fressen, Pressen, nicht Fressen. Das ist eher ein technischer Vorgang, aber so generell, also Bücher rausbringen dauert immer sehr, sehr lange. Also bis von der Idee bis zum fertigen Buch können locker 4 bis 5 Jahre vergehen. Das ist halt genau wie das Schreiben selber ein Geduldsspiel. Und das unterscheidet, glaube ich, den Musikfaktor so ein bisschen, wo ja auch dieser Rhythmus Tour, Platte, Tour, Platte, Tour, Platte, Tour, Platte, ne, das sind ja eher so ein 2-Jahres-Rhythmus inzwischen. Zumindest bei denen, die Geld damit verdienen. So, doch, so 2-3 Jahre Rhythmus, das schon. Und also da gibt es kein generelles Rezept. Also wenn ihr Bock habt, ein Buch rauszubringen oder sowas, das ist Klinkenputzen. Das ist auch das klassische Klinkenputzen, wie man das als Band macht oder so. Mit deutlich geringeren Chancen. Gibt es denn einen Schriftsteller, wo du jetzt sagst, irgendwie, alles klar, okay, das ist mein Schriftsteller, so, das ist mein Ziel, so möchte ich sein und so ein Idol. Weil als Sänger, der ich ja nun mal bin, habe ich ganz viele Sänger-Idole, wo ich mir denke so, wow, super, der hat mich beeinflusst, der. Aber gibt's da so ein Pendant zum Schriftsteller sein, dass du sagst irgendwie so, alles klar, also das ist der Dude. Ja, wäre komisch, wenn nicht. Also sagen wir es mal so, ich wollte als Teenager, dachte ich so, mein alter Ego sollte Stefan König heißen. Ich bin da ein bisschen raus, ich bin nicht so der Schriftsteller. Stefan König, ja. Stephen King. Ach. Oh, Alter. Wir haben gerade ein Video aufgenommen, wo wir irgendwelche scheiß Flachwitze von ihm ertragen mussten. Irgendwie. Okay. Es wird nicht besser. Stephen King, tatsächlich.
Ja, also von dem habe ich am meisten gelesen in meiner Jugend. Das war natürlich sehr beeinflussend. Und natürlich wollte ich auch erst so Horror-Zeugs machen. Hätte ich aber nicht gedacht. Als Teenager willst du ja schocken. So, ne? Hätte ich aber tatsächlich nicht gedacht. Ich hätte dich mehr so in die Lovecraft-Richtung gepackt. Nee, Stephen King und Clive Barker, das waren so die, die mich richtig beeinflusst haben. Die klassischen Sachen habe ich tatsächlich erst sehr spät angefangen. Und Lovecraft muss ich tatsächlich auch noch viel aufholen, ganz ehrlich. Als es dann an die Live-Sache ging, oder beziehungsweise Leute, die mich halt für das, was ich heute bei so Slam und so mache, oder was dann natürlich auch auf die Metal-Lesungen niederschlägt, wie ich sie mache, da waren ganz heftig, natürlich auch Stuttgart Barre, in der Art, wie er das Live aufgebaut hat, Max Goll, Wiglaf Droste, Wischmeier. Dietmar Wischmeier, also, ne? Radio kommt. Kennst du? Nee, was? Arschkrappen? Arschkrappen? Oh mein Gott, ich hab die Schwachstelle des Gorministers entdeckt. Ja, ja. Du kennst Arschkrampen? Nein, Literatur ist, deswegen mache ich das nicht Gespräch ja mit dir. Nicht Literatur, Arschkrampen. Was sind Arschkrampen? Frühstücksradio. Ach, ja. Alter. Ja, doch. Frühstück, ja, das sagt mir was. Oh, okay, nochmal davon gekommen. Uiuiuiui, das war eine knappe Sache, meine Damen und Herren. Ich wollte gerade gehen, ich wollte echt gerade gehen. Nee, okay, das kenne ich wohl, ja. Da, wir trinken gleich erstmal ein Bier mit Tzatziki. Das kann sich gar nicht so schlecht sein. Egal. Ich habe es noch nie probiert. Und ich werde es auch nie probieren. So. Das war halt so das Ding, ne? Einerseits Rhythmus für so, wie macht man das eigentlich, Texte zu machen, die kürzer sind, aber trotzdem interessant. Und natürlich Humor und Wortwahl und so weiter. Weil, für mich war schon von Anfang an klar, selbst wenn ich auf der Bühne bin und entertaine und lustige Sachen machen oder so, dann will ich irgendwie, dass da was hintersteckt. Ich will nicht dieses Kitzel. Ja. Boah, das finde ich so fürchterlich. Es gab mal eine ganz kurze Zeit, wo ich hätte einsteigen können in den Comedy-Zirkus und ich habe ja damals auch alle kennengelernt und so weiter. Und ja, aber da war ja Code drin gewesen. Das ist halt nicht alles. Und mir war es halt einfach wichtiger, dass ich was mache, zu dem ich stehen kann und was ich cool finde. Und das ist natürlich der schwierigere Weg. Aber ganz ehrlich, ich würde es nicht anders haben wollen. Ja, das ist. Und so kann ich halt hinter den Sachen stehen, selbst die ich damals gemacht habe. Die sind nicht immer cool oder sowas. Aber ich weiß, ja, bei der Wortwahl habe ich mir was gedacht und bei dem, was so an Hintergedanken da ist. Okay. Und es muss nicht jeder die Hintergedanken erkennen. Mir ist auch völlig latte, ob jemand einfach lachen kann. Hier, Heavy Metal Veganer ist ja so mein bekanntester Text und so weiter. Manche nehmen das halt einfach nur immer hin als lustiges Ding über Veganer und so. Manche verstehen halt, was ich damit eigentlich sagen will. Und beides ist total fein und super. Ja, mit den Haaren haben wir uns ja auch schon mal beschäftigt, ne? Die haben wir dir abgeschnitten. Im Gommen ist das schneiden. Ja, nur so ein bisschen irgendwie. Aber gut, müssen wir auch jetzt zum Abschluss kommen, sagen wieder zu lang, ne? Sonst langweilt aber ihr euch vielleicht. Aber es wird nie beim Gommen geben. Nee, das müsste jetzt beim... Woanders. Das ist jetzt beim Dos. Und Dos macht das sehr viel actionreicher, muss ich ja mal dazu sagen. Ich habe es noch nicht gesehen. Gibt's schon eine Folge. Ja, Dos schneidet Auge. Dos schneidet Gorminister. Nee, der hat Auge geschnitten. Schön mit verschiedenen Kameras. Guckt euch einfach an, ist auch okay, auf YouTube. Okay, das muss ich mir auch erstmal angucken. Weil wir haben irgendwann die Idee gehabt, irgendwie so, ich hatte nicht mehr so, für mich war das, hat sie das so ausgeschnitten. Mhm. So, da irgendwann. Irgendwann muss man auch mal einen Cut machen. Irgendwann so. Ja. Genau. Weil auch der Zuschauerschnitt nicht mehr so der alte ist und so. Das ist. Und dann meinte er, kann ich das Format übernehmen? Ich so, ja, aber dann übergeben wir das hier. Richtig schön klassisch, ne? Mit aber die Entscheidung war auf Messerschneide. Da merkt ihr, dass man mit jemandem zusammen schnackt hier gerade, dessen Sache das Wort, ne? Das geschriebene Wort ist. Abschließende Frage, jetzt hier mit Corinna ist ja alles auch kacke und auftreten und bla 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 und ist auch nicht so fein. Hast du da irgendwelche Zukunftsperspektiven, wo du dir sagst irgendwie so, naja, das könnten wir jetzt so und so und so machen für 22? Ich sag mal so, ich bin natürlich einigermaßen hoffnungsreich, weil sonst bleibt mir nichts anderes übrig, weil ich von der Scheiße lebe, dass wir zu einem einigermaßen ordentlichen, normalen Status quo wieder hinkommen.
Aber andererseits muss ich einfach auch sagen, dass die Ruhephase, diese zwangsauferlegte, mir doch neue Perspektiven gegeben hat. Dass ich eine sehr große Spaß und sehr große Liebe halt zum Format Film, sei es jetzt YouTube oder vielleicht irgendwann mal ein alternatives Format, gefunden habe und da auch so ein bisschen mehr hingehe jetzt, weil das einfach schön ist. Ich liebe auch einfach so eine stumpfe Arbeit wie schneiden. Ohne Messer, sondern eher so am Computer, also Ton und Bild schneiden und so weiter. Also mehr auch offstage wieder zu machen und sich da mehr zu trauen und so weiter. Insofern auf jeden Fall mache ich kreativ weiter. Ich mache mit Geschichten erzählen weiter. Aber man muss sagen, das hatte seinen positiven Faktor bei der ganzen Kiste, das mir gezeigt hat, es muss nicht immer nur das eine Format sein, nicht immer nur Slam, nicht immer nur lustig auf der Bühne oder so, sondern es gibt auch viel, viel mehr und da gehe ich jetzt hin und gucke einfach mal, was kommt. Und eine Frage, die wahrscheinlich, aber die muss ich noch stellen, die muss ich abschließend noch stellen, die wahrscheinlich meine Zuschauer... 19 Zentimeter! Die meine Zuschauer wahrscheinlich massiv interessieren wird. Du wolltest doch wissen, wie lang mein 30 cm Lineal ist. Ja, absolut. Das wollten auch alle anderen wissen. Dein Schnackordei mit Ernie. Ja. Wie das weitergeht. Das wird wahrscheinlich auch viele Zuschauer hier interessieren. Ich hoffe mal, dass das fröhlich weitergeht. Das Ding ist ja, ich habe tatsächlich vor Jahreswechsel ganz viele Nachrichten gekriegt, so, lebt der Ernie noch? Ja, ich auch. Ja, das ist so schlimm. Leute, wenn jemand mal eine Weile was nicht macht, dann kann das sein, dass es halt was gibt, was persönlich ist oder sowas, oder dass er sich auf eine andere Aufgabe konzentriert. Und er hat es vorher öffentlich angekündigt und er hat es mir gesagt. So, er wollte einfach in Ruhe haben, sein scheiß Buch zu schreiben und einfach mal eine Atempause von YouTube zu haben. Genau. Das muss nicht immer kommen. Ne? Und das ist nämlich schön, weil ich bin hier sehr stolz drauf, dass ich den Ernie da angeschubst habe, mehr mit Texten zu machen. Und er hat halt jetzt die Zeit genutzt, sein Buch fertig zu schreiben und ich bin gespannt, ob und wo das rauskommt. Und natürlich heißt das auch... Ach, hat er das schon fertig, oder was? Da muss er Ernie fragen. Scheiße, wir sind ja jetzt Stand Januar, Mitte Januar. Ich arbeite da schon 4 Jahre dran, ist immer noch nicht fertig. Er meinte zu mir vorher, also versucht so, das halt, um den Jahreswechsel fertig zu kriegen. Und ich hoffe es mal, weil dann ist ja auch noch, wie gesagt, ne, dann muss man erstmal gucken, wo man das rausbringen kann und so weiter. Und deswegen, also erwartet es nicht jetzt zu schnell, dass da jetzt was kommt. Wir wollen jetzt hier auch nichts teasen oder irgendwie sagen so, ey, hier das. Ich sag jetzt nicht, was wir sagen, da gar nicht schon öffentlich gesagt hat. Und wenn doch, soll er mir eins auf die Fresse hauen. Oh, das so, nehme ich auf. Cagefight, Michael Göre versus Ernie. So einen Schlag von unten nehme ich. Das wäre gut. Cagefight. Knuddel ich hinterher mit seinen Hunden und dann ist wieder alles gut. Schlimmer wäre, wenn die bezaubernde Natascha mir eine reinhaut, weil die kann das, glaube ich, richtig. Egal. Jedenfalls, Ernie und ich werden auf jeden Fall wieder Schnack oder machen, vor allen Dingen, weil er dann ja auch noch mehr Material hat als vorher und natürlich auch Bock hat, das zu präsentieren. Er hat sein Solo-Programm für Metal, ich habe mein Solo-Programm für Metal, aber die Abende mit uns zusammen, die machen halt richtig Spaß, weil man auch einfach... Es ist genau wie absolut dieses Erlebnis mit einer Band oder sowas. Man kann auch mal dann eine Weile die Fresse halten, während der andere was macht. Man kann auch mal was zusammen machen, was wir selten machen. Aber wenn, dann macht es halt Spaß. Man hat halt viel mehr Möglichkeiten als bei einer Solo-Lesung. Und deswegen Schnack or Die geht auf jeden Fall weiter. Da haben wir beide Bock drauf. Und ich freue mich da auch massiv drauf. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was er noch so abliefert. Weil... wir haben ihn ja beide quasi bei seinem ersten Textauftritt erlebt. Das war schon eine Bombe. Und ich freue mich sehr, dass er da Geschmack dran gefunden hat. Und es wird auch stetig besser und cooler und weitreichender und so weiter. Insofern seid gespannt. Da kommt noch einiges. Also, 2022 hat gerade erst angefangen. Es liegt noch viel vor uns und da wird noch sehr viel kommen vom Michael, vom Ernie, von meiner Wenigkeit, von allen wird noch viel kommen.
Aber ihr wisst ja immer... Penisse. Ja, auch das. Bringt mich total aus dem Konzept. Auch das. Das aber war ihr, ihr wisst ja ganz genau, zu viel Internet ist ungesund, zu viel abhängen mit guten Schriftstellern, Schnack oder drei und Musik hören und so. Ach, ihr wisst das alles. Niemals, ne? Und jetzt in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, Mittag oder Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr seht und ihr könnt abschalten. Abschalten.